Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video soll es um exponentielle Zunahme gehen, beziehungsweise wenn ihr eine Tabelle oder eine Wertetabelle gegeben habt, wie ihr dann entscheiden könnt, ob es sich hierbei um eine Funktion handelt, die eine exponentielle Zunahme widerspiegelt, beziehungsweise exponentielles Wachstum darstellt. Genau, wenn wir kein exponentielles Wachstum haben, dann haben wir immer irgendwo, wie bei Polynomen etwas, das kennen wir beispielsweise von der Parabel, dass die verläuft ja in etwa so. Und da haben wir das f von x gleich x Quadrat. Da haben wir das in der Wertetabelle eben so, dass wir 0, 0, 1, 1, 2, 4, 3, 9 und 4, 16 haben. Und hier ist es so, dass wenn wir uns die Differenzen anschauen, haben wir hier plus 1, hier plus 3, hier plus 5 und anschließend plus 7. Und wenn wir dann uns hiervon die Differenzen anschauen, ist das Ganze immer plus 2. Und weil es eben x² ist, wird es entsprechend im zweiten Schritt konstant. Jetzt haben wir aber exponentielle Zunahme. Das heißt, wir haben irgendetwas der Form f von x ist gleich a mal b hoch x. Und x ist variabel. Das heißt, das hier wird nicht, wenn wir immer wieder die Differenzen bilden, auf einen konstanten Wert gehen. Da müssen wir eine Art konstanten Faktor finden. Das heißt, wir überlegen uns, mit was muss ich 5 multiplizieren, damit ich auf 5,5 komme. Also letztendlich als Formel nochmal ausgedrückt, 5 mal was, also schreibe ich einfach jetzt x hier hin, ist gleich 5,5. Ja gut, das kann ich einfach durch 5 teilen, also ist x gleich 5,5 durch 5 und das sind 1,1. Das heißt, hier muss ich mal 1,1 rechnen. So, wenn jetzt dieser Faktor pro gleichen Zeitabstand, sprich hier müssen wir darauf achten, dass wir auch wirklich immer plus 1 haben. Plus 1, plus 1. Dann müssen wir auch unten immer mal 1,1 haben. Das könnten wir jetzt entweder als Probe nachrechnen. 5,5 mal 1,1 sind 6,05, das passt. Oder wir teilen weiterhin, wie wir das hier gemacht haben, 6,66 durch 6,05. Auch das sind wieder ungefähr 1,1. Und wenn wir das entsprechend mit den weiteren Schritten genauso ausrechnen würden, würden wir hier auch jeweils auf 1,1 kommen. So. Wenn wir jetzt allerdings den Wert für 4 nicht haben, der fehlt uns einfach, dann hätten wir auch hier oben von 3 zu 5 entsprechend eine Differenz von 2. Wie man das jetzt hier in der Zeichnung noch sieht, rechnen wir 6,66 mal 1,1, haben dann irgendeinen Zwischenwert und dann entsprechend nochmal mal 1,1 landen wir bei 8,06. Das können wir jetzt einfach einmal testweise ausprobieren. 6,66 mal 1,1 mal 1,1 und dann landen wir auch bei 8,06, das passt. Und das Ganze ist kein Zufall. Das heißt, wir müssen jetzt nicht unbedingt wissen, oder jeden einzelnen Zwischenwert berechnen. Wir könnten auch jetzt sagen, gut, wir wollen jetzt wissen, was ist der Wert für 10. Da müssen wir nur gucken, okay, wie viele Zeitabschnitte liegen dazwischen? Das sind 5. Also muss ich hier mal 1,1 hoch 5 rechnen. Und dann bekomme ich hierfür den Wert und kann den dann hier eintragen. Also hier drin steckt dann wirklich immer im Exponenten
exakt, wie viele Zeiteinheiten oder wie viele X-Einheiten gehe ich weiter. Und dann kann ich prinzipiell auch Zwischenschritte überspringen und weiß dann trotzdem, was für einen Wert ich erhalte.